Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, wann immer Sie auch dieses Videotutorial zum Thema Bewerbungsunterlagen sehen und hören. Bewerben heißt für sich selbst werben. Wenn Sie ein für sich passendes Jobinserat gefunden haben, eine Stellenanzeige, die Ihnen zusagt, wenn Sie einen Job kennen, wo Sie sagen, ich bewerbe mich dort, das kann ja auch eine Initiativbewerbung sein, dann brauchen Sie irgendwelche Unterlagen, die auf Sie aufmerksam machen und die zeigen, was Sie können. Unterlagen, die als Türöffner gelten für das Bewerbungsgespräch und vielleicht schon der erste Schritt zum neuen Job sind. In diesem Tutorial möchte ich Ihnen ganz schnell zeigen, wie könnten Sie denn solche Unterlagen, Bewerbungsunterlagen erstellen? Welche Elemente haben Bewerbungsunterlagen und wie formulieren Sie? Ganz, ganz wichtig ist eine Bewerbungsmappe, eine Bewerbungsunterlage oder Bewerbungsmappe, beinhaltet unterschiedlichste Teile. Ein Minimum sind derzeit ein Bewerbungsschreiben. Ich bin jetzt kurz nach unten gescrollt, ein Bewerbungsschreiben. Das heißt, ein in Briefform, wo man sich bewirbt, ganz kurz. Und ein Lebenslauf. Lebenslauf wird heute in der Regel tabellarisch oder in Tabellenform angeboten mit Leitwörtern vorne. Und hinten wird der Text dann ergänzt. Das ist das Minimum, also ein Anschreiben, das Bewerbungsschreiben und ein Lebenslauf in tabellarischer Form. Oftmals hinzugefügt wird dann noch ein Deckblatt, eine erste Seite und manchmal, wenn sich's im Anschreiben nicht ausgeht oder weil man etwas mehr machen möchte, einen Zusatz, ein sogenannter Anhang oder ein Motivationsschreiben. Manchmal wird sie ja auch als die dritte Seite bezeichnet. Das heißt, irgendein Teil, ein Anteil, wo man noch mehr über sich erzählt und versucht, zwischen dem Stellenangebot, der Ausschreibung und den eigenen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Erfahrungen zu matchen. Das heißt, hier eine Verbindung darzustellen. Also wir haben im besten Fall und in der Ausbaustufe in der Regel ein Deckblatt, ein Bewerbungsschreiben oder Anschreiben in Briefform. Dann einen tabellarischen Lebenslauf und als Nummer 4 noch ein Motivationsschreiben, ein sogenanntes drittes Schreiben, eine dritte Seite. Ganz essentiell ist Folgendes, und zwar, Sie bewerben sich für eine konkrete Stelle. Wir lassen jetzt mal ganz kurz die Initiativbewerbung außen vor, aber Sie bewerben sich in der Regel für eine konkrete Stelle mit ganz bestimmten Kriterien, Ausschreibungskriterien, mit Muss-Kriterien, mit Kann-Kriterien. Bitte versenden Sie niemals Bewerbungsschreiben, die allgemein erstellt wurden für 100 verschiedene Jobs. Versuchen Sie in jeder Bewerbung individuell auf die Stellenanzeige einzugehen. Versuchen Sie, die Bewerbung anzupassen. Auf der einen Seite vielleicht sogar ein bisschen vom Layout her, aber vor allem inhaltlich. Das heißt, schreiben Sie wirklich die Person direkt an, die in der Stellenausschreibung zu finden ist. Auch hier bei der Briefanrede, bei der persönlichen Briefanrede unbedingt. Versuchen Sie auch inhaltlich, suchen Sie sich inhaltlich wirklich das zu betonen, was in der Stellenanzeige ganz, ganz wichtig auch war und unbedingt erforderlich ist. Ein weiterer Tipp ist noch, das wäre dann der Tipp Nummer 3, jetzt haben wir erstens die Inhalte, zweitens das Anpassen und jetzt drittens achten Sie auf ein durchgehendes Design. Die Bewerbungsunterlage, Unterlagen, die Bewerbungsmappe sollte aus einem Guss entstehen. Das sind mal die drei Tipps und ich möchte jetzt noch ganz kurz auf einzelne Teile eingehen und mit Ihnen inhaltlich möchte ich noch schnell erklären, wie sollte man denn klassische Bewerbungen aufbauen. Wenn Sie ein Deckblatt haben, reicht es, wenn Sie das Bild auf die erste Seite geben.
Dieses Bild wurde von mir jetzt hier ein bisschen ausgeschwarzt, ausgegraut, wenn man so möchte. In der Regel achten Sie auf ein professionelles Foto. Kein Foto, das Sie vielleicht sonst wo verwenden würden im privaten Kreis, sondern wirklich ein professionelles Foto mit einer entsprechenden Kleidung, die Sie empfiehlt für die Bewerbungsunterlage, für die Bewerbungsstelle, für die sich zu bewerbende Stelle. Ein professionelles Foto. Dann brauchen Sie es später nicht mehr, wenn Sie es vorne auf der ersten Seite schon haben. Dann gehen wir weiter zum Bewerbungsschreiben, zum sogenannten Anschreiben. Ein Bewerbungsschreiben, ein Anschreiben ist ein Privatbrief. Sie als Privatperson senden den ab. Daher hat er auch alle Elemente eines normalen Briefes. Oben im oberen Bereich haben Sie den Absender. Vergessen Sie nicht hier unbedingt auch Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail, also Ihre Kontaktdaten hinzuzufügen. Dann kommt natürlich die Empfängeranschrift. Wenn es eine Person gibt, die genannt wird in der Ausschreibung, fügen Sie diese unbedingt hinzu. So bekommt auch diese Person direkt Ihr Schreiben und fühlt sich noch dazu persönlich angesprochen. Dann achten Sie darauf, dass Sie auch ein Datum ergänzen. Das ist ein Privatbrief, das heißt, Sie brauchen auf keinen Fall einen Bezugszeichenblock. Und dann starten Sie schon mit dem Betreff. Und beim Betreff gilt gleich als erstes, schreiben Sie nicht nur Bewerbung hin. In großen Unternehmen werden immer wieder sehr, sehr viele Stellen gleichzeitig ausgeschrieben. Schreiben Sie konkret hin, wofür Sie sich bewerben. Bewerbung für die Lehrstelle als da, da, da. Dann zwei Enter und dann die persönliche Briefanrede. Und jetzt gibt es beim klassischen Bewerbungsschreiben 5 Elemente, die Sie sich merken sollten. Und so könnten Sie auch Ihr Schreiben aufbauen. Erstens, Bezug zum Stelleninserat. Das könnte so geschrieben werden. Ihr Inserat, bla bla bla, ist mir sofort positiv aufgefallen. Also Sie starten, auch wenn es ein bisschen fad ist, aber in der Regel startet man bei einem klassischen Bewerbung mit dem Bezug. Zweitens, versuchen Sie ein bisschen Interesse zu wecken und gleichzeitig sich vorzustellen. Also das ist der Teil B und C, 2 und 3, das Anschreiben sind meistens so ein bisschen eine Kombination. Also Interesse wecken und Vorstellung. Hier haben wir das ein bisschen kombiniert. Auf der einen Seite beschreibt der junge Herr hier, welche Ausbildung er zurzeit macht, wie er sowieso steht. Er schreibt auch ein bisschen was Privates, was jetzt genau zu dieser Ausschreibung passt. Also auch das Arbeiten am Computer macht mir sehr viel Spaß. Und dann später noch kurz erwähnt er, dass sein Vater ja auch in einer ähnlichen Branche oder in derselben Branche tätig ist und daher kennt er den Beruf und so weiter. Also er versucht hier Interesse zu wecken und sich vorzustellen. Und dann kommen noch D und E im Bewerbungsschreiben, Organisation und Einstellung und am Schluss noch ein Call to Action, also eine Aufforderung zum Handeln. Das wurde hier auch in einem Satz verfasst. Gerne würde ich bei Ihnen diesen spannenden und abwechslungsreichen Beruf erlernen. Also gleich mal erklären, ja, ich bin bereit. Man könnte hier jetzt auch noch hinzufügen, ab wann kann ich arbeiten oder eine Übersiedlung wäre möglich etc. Und dann gleich am Schluss noch Call to Action, eine Aufforderung zum Handeln und ich freue mich auf Ihre Einladung zu einem Bewerbungsgespräch. Ganz wichtig hier auch, vermeiden Sie hier Würde etc., sondern gehen Sie ganz direkt auf den Personaler, die Personalerin zu und erklären Sie, was Sie wollen. Ich freue mich auf die Einladung, nicht ich würde mich eventuell irgendwann einmal freuen. Ja? Also die 5 Bereiche eines klassischen Anschreibens nochmal zusammengefasst. Erstens Bezug zum Stelleninserat, zweitens und drittens Interesse wecken und Vorstellung der eigenen Person und viertens und fünftens Organisation und Einstellung, also da geht es hier um organisatorische Dinge, ab wann kann ich beginnen, wann hätte ich Zeitfenster, wann können Sie mich erreichen und Schluss ist dann Call to Action. Fünftens. Ja, das ist das Anschreiben. Vielleicht noch ganz kurz der Lebenslauf. Sie sehen hier vorne die Leitwörter. Das sind klassische Leitwörter. Vergessen Sie niemals den Lebenslauf auch zu unterfertigen. Passen Sie den Lebenslauf auch immer an. Und ganz wichtig ist hier auch, wir haben schon eine chronologische Ordnung, aber eine
verkehrt. Chronologische, das Neueste steht immer ganz oben. Denn ich denke mal, der Besuch der Handelsschule ist jetzt für die, in dem Fall für die Zürich Kosmosversicherung, spannender, als wo er oder sie denn die evangelische Schule besucht hat. Ja, und am Schluss hätten Sie noch ein Motivationsschreiben, eine sogenannte dritte Seite. Auch hier empfiehlt sich bitte die Unterfertigung des Ganzen immer anzupassen. Und hier können Sie noch versuchen, ein bisschen zu matchen zwischen der Ausschreibung und dem, was Sie ganz, ganz gut können. So hat der oder die Personalerin, der oder die Person, die Sie einstellt, hat dann natürlich einen schöneren Überblick über Sie als Person. Es empfiehlt sich hier auch vielleicht noch den einen oder anderen Online-Teil dazu zu machen, vielleicht eine kurze Vorstellung in einer Powtoon, in einem Video, in einem Prezi, in einer Sway und das Ganze dann einfach mit einem QR-Code und einem kurzen oder geschorteten Link zu verbinden. Ja, ich hoffe, dieses Tutorial hilft Ihnen ein bisschen beim Erstellen und Anfertigen Ihrer ersten Bewerbungsunterlagen. Ich bin schon sehr gespannt darauf. Ja, viel Vergnügen und vergessen Sie nicht, Obst zu essen.